Hallo, hi, mein Name ist Philipp Schreiber. Ich bin Professor hier an der Hochschule Esslingen für das Fachbereich Investition und Finanzierung und bin hier auch tatsächlich auf der Website der Hochschule Esslingen, weil ich euch ganz schnell zeigen möchte, welchen Kurs wir zusammen hätten, wenn ihr euch für einen Studiengang hier in Esslingen entscheidet. Und zwar geht es konkret um die zwei Studiengänge im Bereich Wirtschaft, internationale technische Betriebswirtschaft und technische Betriebswirtschaft der Automobilindustrie. Wenn ihr das macht, dann sehen wir uns im dritten Semester. Da haben wir einen Kurs zusammen, der heißt Investition und Finanzierung. Und da geht es eben um die beiden Themen Investition und Finanzierung. Ganz konkret heißt es, im Investitionsteil fragen wir uns, was sollen wir eigentlich mit unserem Geld machen? Als Firma, aber auch als Privatperson. Also als Privatperson zum Beispiel könnten wir angucken, eure Entscheidung hier zu studieren. Ist es aus Investitionssicht eine gute Investition? Ihr investiert Zeit, ihr investiert Geld. Kommt am Ende eigentlich da mehr raus, als ihr reinsteckt? Kann ich euch schon mal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall zu studieren. Aber wir werden Methoden kennenlernen, mit denen wir das ganz genau und rational berechnen können. Also zum Beispiel auch die Frage, der neue Laptop, den ihr euch kauft zum Studieren, sollte das ein MacBook sein? Kann es auch was Günstigeres sein? Wie kann ich sowas eigentlich entscheiden? Auf der Finanzierungsseite geht es dann aus Unternehmenssicht eher darum zu fragen, woher kommt eigentlich mein Geld, wenn ich mal nicht mehr so viel habe, wie ich eigentlich brauche. Und da schauen wir uns zum Großteil den Aktienmarkt an. Wir fragen uns, wie geht eigentlich so ein Börsengang, was ist der faire Preis einer Aktie. Aber auch ziemlich cool für uns als Privatinvestoren, wir gucken uns an, wie sollten wir unser Geld eigentlich anlegen? Welche Aktien sollten wir kaufen? Wie ist der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite? Und da haben wir zwei sehr bekannte Theorien, die Portfoliotheorie und das CAPM. Die haben beide einen Nobelpreis gewonnen. Das heißt, nach dieser Vorlesung seid ihr tatsächlich Experten im Bereich Finanzwirtschaft. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns dann im dritten Semester in meiner Vorlesung sehen würden. Macht's gut, bis dann, ciao.